Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute habe ich mal wieder ein Photoshop-Tutorial für dich. Und zwar genauer gesagt geht es um Sättigungsmasken. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das in Deutsch überhaupt so bekannt ist. Aber in Englisch heißt das Ganze Saturation Mask, logischerweise. Und was die genau machen und wofür sie gut sind, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Und ich verspreche dir, dass du am Ende deine Bilder damit auf jeden Fall nochmal um einiges verbessern kannst. Viel Spaß! Bevor wir mit dem Tutorial starten, bin ich euch noch den Gewinner von dem Gewinnspiel schuldig, wo es um die 360-Grad-Kamera ging, die Insta360 One X. Und heute ist es soweit. Heute werden wir den Gewinner gemeinsam auslosen. Ich habe mir überlegt, dass wir das Ganze hier sehr transparent machen. Ich bin also hier auf die Webseite Random Comment Picker gegangen und hier werde ich jetzt einfach die URL von dem Video eingeben, wo ihr alle teilgenommen habt, um teilzunehmen an dem Gewinnspiel. Und das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Ich habe mir das hier schon mal rauskopiert. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal eingeben und jetzt wird das Ganze hier von den Kommentaren her geladen und es wird einen glücklichen Gewinner am Ende geben. Insgesamt haben 472 Leute mit Kommentaren hier teilgenommen an diesem Gewinnspiel. Dafür erstmal großes Dankeschön an euch, dass ihr hier so fleißig mit an der Community mitbastelt und hier teilnehmt an diesem Gewinnspiel. Ich freue mich da ganz besonders drüber. Und natürlich, wenn ich sehe, dass hier so eine rege Beteiligung herrscht, dann werde ich auch öfter Gewinnspiele machen. Es gibt ja auch demnächst vielleicht mal wieder einen Meilenstein, was die Abonnentenzahl angeht. Also, wenn es da soweit ist, wird es auf jeden Fall wieder ein großes Gewinnspiel geben. Jetzt aber möchte ich als erstes mal hier den Gewinner auslosen. Deswegen jetzt hier einmal Pick the Winner. Und der Gewinner ist Hendrik Hansen. Servus Stefan, wie wohl fast alle in den Kommentaren würde ich die Insta360 gerne gewinnen und zumindest den Kommentar nicht gänzlich leer dastehen zu lassen, möchte ich dir kurz schreiben, wie ich zu dir fand. Das ist schon mal sehr cool, hat auf jeden Fall jetzt mal einer gewonnen, der sich hier echt Mühe gegeben hat mit dem Kommentar. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an Hendrik. Als ich noch mit meiner Nikon D7200 fotografierte, vielleicht war es auch bereits zu Zeiten meiner 5300er, fand ich zu deinem Kanal und deiner Fotobearbeitung, die ich super gerne genutzt habe und nutze, auch wenn ich aktuell im Sony-Lager bin, aber mit der Z6 werde ich wohl bald zurück als Nikonianer kommen. Vielen Dank für deinen Kanal, deine Arbeit und den Gewinner, wenn ich es nicht sein sollte, was ich annehme. Viel Spaß mit der Insta360. Tja, aber du bist es tatsächlich geworden. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und die anderen, wie gesagt, alle nicht traurig sein, sondern es wird weitere Gewinnspiele geben. Ich habe da Bock drauf, ich hoffe, ihr habt genauso Bock drauf und wie gesagt, Hendrik, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Du wirst von mir kontaktiert. Du kannst auch mich kontaktieren, wenn du dieses Video hier sehen solltest. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Tutorial. Ich habe mir für dieses kurze Tutorial mal ein Bild aus Vallensol rausgesucht. Da habe ich die Lavendelfelder fotografiert. Kann ich nur jedem empfehlen, mal selber zu machen. Nächstes Jahr werde ich dort auf jeden Fall auch wieder eine Workshop-Reise anbieten im Juli. Also, ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie eine Sättigungsmaske funktioniert oder einfach Saturation Mask in Englisch. Ich glaube Sättigungsmaske, ich weiß nicht, ob sich dieses Wort in Deutsch überhaupt schon durchgesetzt hat. Jedenfalls, es geht darum, ich gehe jetzt hier mal in die Korrekturenpalette rein, dass wir ja hier auch eine Dynamikeinstellungsebene haben. Und in dieser Dynamikeinstellungsebene haben wir einmal den Regler Sättigung und einmal den Regler Dynamik. Sättigung kennt eigentlich jeder, macht das ganze Bild halt sehr gesättigt. Dynamik dagegen macht die Stellen im Bild mehr gesättigt, die noch weniger gesättigt sind. Bedeutet, die Stellen, die schon sehr stark gesättigt sind, werden von der Dynamik ausgelassen. Und so möchte die Dynamik erreichen, dass das gesamte Bild mehr Sättigung bekommt, aber eben angeglichene Sättigung. Und jetzt stellt sich aber die Frage, warum gibt es eigentlich kein Gegenstück zu der Dynamik? Bedeutet, dass wir jetzt nur die Teile des Bildes auswählen, die schon sehr stark gesättigt sind und die noch weiter sättigen wollen. Und dafür sind diese Sättigungsmasken da. Und die möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Ich werde jetzt hier einfach mal die Dynamikebene nochmal löschen. Und ich zeige dir jetzt, wie wir so eine Sättigungsmaske erstellen können. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich werde jetzt hier einmal meine Hintergrundebene duplizieren. Das kann ich einmal mit Command J machen oder aber auch einfach die Ebene hier auf das neue Ebenensymbol ziehen. Und dann haben wir hier die kopierte Ebene. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt hier einfach nur in die Filter reingehen, sonstige Filter und dann HSB, HSL oder HSB, HSL in Deutsch und da einmal draufklicken. Und jetzt können wir hier unsere Parameter uns aussuchen. Ich habe den Eingabemodus RGB, der bleibt auch so, und die Zeilenfolge können wir jetzt auf HSB oder HSL stellen. In meinem Fall, ich persönlich
nutze eher HSL, aber es ist auch genauso HSB möglich. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf OK und was jetzt passiert, das ganze Bild sieht jetzt gleich sehr, sehr komisch aus. Das ist jetzt hier das Ergebnis, aber das soll uns gar nicht weiter stören, denn wir arbeiten nicht mit diesem Bild weiter. Wir gehen jetzt einfach mal in die Kanäle hier rein und jetzt muss ich mir hier an der Stelle den Grünkanal aussuchen. Warum der Grünkanal? Naja, RGB, das sind die Farbkanäle, aus denen wir kommen und wir haben das Ganze jetzt auf HSL geändert. Und HSL steht ja für Hue, also Farbton, Sättigung und Luminanz, HSL. Und Rot ist quasi zu dem Hue, also zu dem Farbton geworden, Grün zur Sättigung und Blau zur Luminanz. Das sieht man hier auch ganz gut, die Luminanz zum Beispiel hier in dem Blau, wenn ich den jetzt hier mal aktiviere, dann siehst du hier sehr stark, dass der Himmel hier relativ hell ist. Das sind jetzt quasi hier die Luminanzmasken dazu. Also der Himmel ist sehr hell, deswegen ist er weiß. Und hier der Lavendel ist eher schon ein bisschen dunkler und auch der Baum, weil sie halt dunkel sind. Und in dem grünen Kanal ist es jetzt so, dass hier die Sättigung angezeigt wird. Und ich möchte jetzt hier also die Felder auswählen, die schon sehr stark gesättigt sind. Und dafür drücke ich jetzt einmal die Command-Taste und klicke hier einmal auf dieses Icon von dem grünen Kanal. Und dann kriegen wir hier direkt eine Auswahl. Und diese Auswahl ist jetzt quasi das, was schon sehr stark gesättigt ist. Ich gehe jetzt wieder in die Ebenenpalette hier rein. Diese Hintergrundkopie hier könnte ich entweder löschen oder einfach erstmal ausblenden. Und jetzt gehe ich hier in meine Korrekturenpalette rein und wähle die Korrekturebene Farbtonsättigung. Und jetzt haben wir hier diese Farbtonsättigung-Ebene schon drin und direkt auch hier unsere Ebenenmaske, die wir gerade eben quasi aus dieser Auswahl erstellt haben. Und jetzt könnte ich hier einfach mal reingehen und die Sättigung hier weiter nach oben drehen. Und du wirst sehen, wir haben ein sehr, sehr schönes Ergebnis hier. Wir sättigen unser Bild sehr partiell und genau an den Stellen, wo wir es brauchen. Das ist jetzt hier fast schon ein bisschen zu viel. Ich gehe mal hier so auf plus 50 ungefähr. Aber ich möchte dir jetzt hier auch nochmal zeigen, was passieren würde, wenn wir das Ganze ohne diese Sättigungsmasken machen würden. Wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal ausblende und einfach nochmal eine Korrekturebene Farbtonsättigung anlege und diesmal ohne Maske, das heißt, es wird diesmal auf das gesamte Bild angewendet und jetzt hier einfach mal die Sättigung auf plus 50 stelle, dann siehst du schon, was passiert. Das ganze Bild sieht jetzt schon sehr, sehr unnatürlich aus. Hier haben wir also viel zu stark gesättigt und wenn ich das jetzt mal vergleiche hier mit meiner Sättigungsmaske, das hier ist wesentlich natürlicher und sieht richtig toll aus. Ich könnte jetzt hier vielleicht noch ein kleines bisschen mehr geben. Ich gehe mal so auf plus 60 ungefähr, aber viel mehr sollte ich es nicht machen. Und jetzt einfach nochmal der Vergleich. So sieht es ohne Sättigungsmaske aus und so sieht es mit Sättigungsmaske aus. Und ich muss sagen, diese Sättigungsmasken helfen mir immer mal wieder, wenn ich halt genau das Gegenteil erreichen möchte von dem, was hier die Dynamik eigentlich anstellt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten teilst, die vielleicht auch fotografieren, damit sie auch von dem Wissen profitieren können. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.